Hallo Leute. So, weiter geht's mit dem Schiffchen. Ich habe schon mal ein bisschen gespachtelt, allerdings hier noch nicht, weil ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Das Blöde war, als ich die Rumpfplatte eingesetzt habe, waren keinerlei Führungen vorhanden. Das heißt, zum Teil steht es hier etwas über. Oder wenn man zu fest gedrückt hat, dann war das schon hier zu weit reingedrückt. Ich habe es dann probiert, hier mit einem kleinen Zahnstocher, habe ich das probiert und hier wieder hochzubiegen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also muss mal schauen, was ich da mache. Ansonsten die Teile vom letzten Video habe ich alle gespachtelt und habe dann schon mal Testdings. Sorry, ich mich hat ein bisschen Schnupfen erwischt. Gehirn funktioniert bei mir sowieso nicht so gut. Und jetzt noch schlechter. Mann, wo war ich denn? Hier, so war das doch, ne? Sekunde. Teile angepasst. Beziehungsweise mal probiert, ob sie überhaupt passen. Und jein. Eigentlich nicht. Also das hier passt schon mal gar nicht. Das seht ihr ja, ne? Da muss ich noch ordentlich anpassen, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Dann der Schwanzstein hier. Der passt schon etwas besser. Allerdings wackelt er sehr hin und her. Das heißt, hier muss ich nicht gucken, dass ich das wirklich gerade aufsetze, sondern gleichmäßig schief. Und ich habe auch schon geschliffen an den Stellen, ne? Also so ist das ja nicht. Dann hätten wir hier ein Mittelteil. Das steht doch etwas über. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und hier sind ja überall, wo die Teile hinkommen, sind hier diese, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwelche Führungen sein sollen. Das Problem ist nur, die sind viel zu breit. Hier liegt quasi das Plastikteil über. Das heißt, das muss ich irgendwie wegschnipseln, damit das Ganze passt. Und hier im hinteren Bereich, und ich muss hier immer mal auf die Anleitung schielen, wie rum es denn kommt. Das kommt so. Das passt dann komischerweise doch recht gut. Ja, also, okay. Also bevor ich jetzt anfangen kann mit dem Lackieren, wird erstmal noch ein bisschen die Teile angepasst. So, die Aufbauten sind jetzt soweit lackiert. Jetzt geht es daran, die noch zu bestücken mit den vielen kleinen einzelnen Teilen. Nur eins von diesen Dingern hier, das passt mir überhaupt nicht. Ich schiebe die gerade mal zur Seite. Und zwar ist das eine Teil, was definitiv nicht passt. Ich denke, ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Hier zum Beispiel, dass hier das obere Teil ist, ist einfach, ja, dünner als das Teil, wo es drauf kommt, und da kann ich nichts spachteln oder so oder irgendwas Plastik mit einfüllen. Ich lasse es einfach so. So, das wäre schon mal erledigt. Der Rumpf ist jetzt auch soweit lackiert. Das heißt, den kann ich jetzt mit den ganzen kleinen Teilen bestücken. So, das wäre erledigt. Und jetzt kann der ganze Rest drauf. Und fertig ist das Schiff. Und euer Zombie auch. Ja, ich habe nämlich gedacht, weißt du was, probierst es doch mal an der Takelage. Wie könnte das denn funktionieren? Ja, scheiß Idee. gute 3 Stunden, mehrere Wutausbrüche und eine halbe Schachtel Zigaretten später sieht es dann jetzt so aus. Super. Ich bin gar nicht zufrieden. Also Leute, Takelage, das ist gar nichts für mich. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein, womit ich mir so geholfen habe. Ja, ich bin schon voll durch. Naja, ein Versuch war es wert. Ich habe euch zum Größenvergleich mal eine Centmünze dahingestellt. Da könnt ihr euch nämlich vorstellen,
ich mit meinen zittrigen Händen und mittlerweile brauche ich immer noch eine Lesebrille, weil ich muss immer Brille auf, Brille ab und das nervt. Naja, egal. Also mal als Fazit, vom Anfang her gesehen mit der Spachtelei war es ein bisschen blöd, danach hat es mir voll Bock gemacht, ich hatte einen Riesenspaß daran. Naja, die letzten 3 Stunden waren ein bisschen anstrengend, aber ich find, es ist ganz gut gelungen, bis auf die Takelage. Und hat mir doch viel Spaß bereitet. Das Ganze ist übrigens komplett per Hand lackiert. Ich habe hier, warte mal, ich habe hier doch nur hier diesen hier, den, ne? Den kennt ihr von dem Modellsatz. Den habe ich benutzt und dann noch einen feineren zum Korrigieren. Lief prima. Gut. Wenn ihr das Schiff das nächste Mal seht, dann ist hoffentlich hier die Fläche blau und wellig, ne? Aber ich denke mal, das ist dann erst soweit, wenn das Crewbuild beendet ist. Spätestens, denke ich mal. Und ja, wenn ich nichts vergessen habe. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, euer Zampi.